Mit Welt 5-7 geht's weiter, heute mit dem Ike Yoshi. Ja, wieder ein Amiibo und zwar Ike von Fire Emblem. Und ich finde, dieser Wolyoshi sieht ziemlich cool aus. Viele Farben. Ja, der nächste Level, heute wollen wir die fünfte Welt beenden nicht. Oh, ich würde tippen, in dem Level gibt's viele Lucky Two. Frust auf dem... Auf dem was? Frust auf dem Frostlift. Ach du Schande, ich kann's mir schon fast denken. Ja, so ein Lift gab's ja schon in Yoshi's Island. Allerdings ist der ein bisschen anders. Ach, ich bekomme hier Kugelwillis, weil ich... Okay. Alle möglichen Richtungen einschlagen. Ist kein Problem. Ich warte noch ganz kurz auf meinen Lift. Der mich ins Nirgendwo führt. Nee, der führt mich schon irgendwo hin. Und zwar auf den höheren Weg. Nix hier am Anfang? Nichts? Gar nichts. Das ist nur zum Raffen. Oder zum Begaffen. Wenn du meinst, wenn du meinst. Aber hier ist was. Sehen wir mal, wo das hinführt. Sieht gut aus. So. Soll ich euch das glauben, dass hier nichts weiter ist? Sieht nicht so aus. Okay. Aha, hier sollte man erstmal unten lang watscheln. Bams. Oh, nix drauf, war so Zahnbelag, der Pingu. So, so. Ich glaube, du kannst... Wow, wow, wow. Habe ich es gut gemacht? Nein? Keine Ahnung. Jetzt komme ich weit genug nach oben. So wird ein Schuh draus. Sauber. Ganz kurz nochmal hier hoch. Man kann ja nie wissen. Secrets, Secrets, Secrets. Nee, nee, spuck doch den Pingu. Er hat's nicht an. Ja, sag mal. Es kommt auf einmal, wenn man ein bisschen riskant agiert. Das war gerade so ein kleiner Schlag ins Gesicht vom Spiel. Aber ich kann einstecken, ist kein Problem. Ich kann aber austeilen. So. Ich bin auch gerne ein bisschen hier. Man weiß nie. Man weiß nie. Oh, guck mal, alter Schwöre, da ist eine Röhre. Aber die ist nichts, hat nichts großartig zu bedeuten. Ihr macht mir Arbeit, Jungs. Ihr seid nicht so cool wie die Pinguine aus Madagaskar. Wunderschöne Eiswelt. Ah, jetzt hatte ich schon auf Herzen spekuliert. Jetzt kommen natürlich keine. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Also, zack. Nur ein Butschum. Hier ist links definitiv was. Nein, vielleicht hätte ich erstmal unten lang gehen sollen. Nicht? Ohoho, hier ist was. Über die fiesen Verstecke in diesem Spiel brauchen wir uns ja nicht mal zu unterhalten, ne? Das ist ja inzwischen jedem bekannt. 100% kein Zuckerschlecken. Aber ich habe in dem Spiel, wollte ich auch gar keinen Zuckerschlecken. Ist in Ordnung. Aber wenn du willst, machst du einen Zuckerschlecken mit dem Spiel. Im Entspannt-Modus, wenn es sein muss. Aber ohne mich. Ich will keinen Zuckerschlecken. Ich will... Ja. Brechstangen lutschen. What? Na, Moment. Wobei der Kugelwilli da, ne? Der müsste die Lösung der Probleme sein. Bam, bam. Badababam. Sauber. Wolle Nummer 2. Aha. Also wenn da oben nichts ist... Alter. Hey, cool, ich kann... Nee. Da scheint sie wirklich nichts zu sein, aber warum? Ah, du kannst den hohen nicht mehr... ablutschen, wenn du erst den unteren machst, ne? Mitgedacht. Okay, typisch. Unten ist nichts mehr weiter, ne? Ich guck mal kurz. Ab und zu muss man mal einen Wollknäuel ins Verderben schießen. Das gehört sich so. Man wird ja auch vom Spiel öfters mal ins Verderben geschickt. Dann kann man schon mal sich arrangieren. Auf gewisse Art und Weise. Ach, du liebes Lieschen. Sag mir nicht, dass das... Ah, ganz bestimmt. Der ist nämlich so nah positioniert an dem Ding. Ha! Tja, kann ich jetzt wohl nicht ändern. Wenn mir am Ende einer fehlt, ist es schon ein ganz heißer Kandidat, wo ich nachgucken muss. Na, hallo. Kann ich wieder Herzen. Ja, das ist natürlich mies gelaufen gerade. So, da will ich mich erstmal umschauen. Und da kann ich nicht mehr zurück. Eieieiei. Das muss man ein bisschen intelligent angehen. Was ist da drin? Ist es ein Pinguin? Oder noch eine Melone?
Das sind Füße, das ist noch ein Pinguin. Eins, zwei. Aber wenn man schlau ist, kann man die alle auftauchen. Warte mal. Man kann ja auch immer so machen. So, ich brauche aber die Pingos, glaube ich, auch um hochzukommen. Das ist gar nicht mal so. Easy peasy, ey. Sehr gut. Okay, das war, glaube ich, ganz okay. Wir müssen jetzt nur aufpassen. Wir müssen ja selbst noch da hoch. Alter, das sind ziemlich viele Kristalle. Das ist schwierig. Ich habe drei. Ich habe noch drei Schuss. Aber ich muss. Ah, das ist doch echt mies. Ich muss die Blume auch noch. Ah, das geht ja auf keine Kuhhaut hier. Ja, erstmal die. Ja, da komme ich noch nicht mal hin ohne weiteres. So. Da ist einer. Ich weiß noch nicht, ob der da unten. Tja, was die Kristalle angeht, da braucht es auf jeden Fall schon mal einen zweiten Durchlauf. Blume. Hab das Gefühl, ich habe mich nicht so souverän angestellt, aber tja, plein, Freunde. Ganz kurz hier nochmal gucken. Ja, ein bisschen, ja, bitte. Hier so die Ecke. Ich gerne mal ganz kurz. Hätte sein können. Da, 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 da. Da, da, da. Achtung! Der war nicht so gut. So. Also ich meine der Kugelwilli, der Pixel-Kugelwilli, der war nicht so der Burner des Jahrhunderts. Da ist definitiv was. Bam. Gut. Na, also. Es sind immer wieder nur die Kristalle, die mich peripher tangieren. Da kam ein Pingu mit raus. Bitte, what? Ey, das war nicht im Sinne. Oh, Hallöchen. Noch eine Wolle. Direkt hintereinander. Was geht denn da ab? Da. Komm schon. Die Nerven. Und die Pinguine nerven ebenfalls. Oh, eine Röhre. Alter, ich schwöre. Hey, auf der rechten Seite, auf der linken Seite war überhaupt kein von diesen Stempelkristallen, also von den wichtigen, aber links war einer. Sehr interesting. Ja, wie? Da war nichts Wichtiges. Oha. Kann man nicht auf den nächsten Kugelwilli-Schwarm warten, oder musste das jetzt alles am Stück gehen, so wie ich es gemacht habe? Da kam nämlich schon der nächste, ne? Ich würde mal tippen, man kann da warten. Warten wie ein Klappspaten. Manche Kandidaten kann man knicken wie Pappkarten. Aha. Aha. That's the way. Aha. Das da oben sieht sehr verdächtig aus. Ich würde da gerne hin. Das geht. Pass auf. Ich halte mich in der Luft. Hätte schon gereicht. Schau trotzdem auf dem nächsten. Jetzt kann ich hier hoch. Oh, die Decke ist auch. Das ist schon mal ein Zeichen. Ja, ich würde aber jetzt meine Melone nicht dafür verwenden. Ach du Schande. Geht ja nicht anders. Nicht unbedingt dafür verwenden. Und hier unten ist definitiv was versteckt. Und da oben, naja. Ich kann es unter Beschuss nehmen, aber ich glaube fast sogar, dass da oben nichts ist. Weil so viele Melonen gibt es hier gar nicht, ne? Was wird's? Oh Mann. Den kann ich direkt, warte. Zielen ist alles. Da tust du nämlich manchmal zwei Schuss direkt verballern, ohne groß nachzudenken. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Siehst du, da hättest du die Blume nicht mehr bekommen. Fies. Aber ich habe mitgedacht. Oh, hier fallen sie. Hier fallen sie wie die Fliegen. Das ist ja gar nicht gut. Ganz gut. Wird mir leicht schwindelig. Ach ja, der Eik-Yoshi. Ist er nicht niedlich? Nee. Ende. Mhm. Ah, jetzt sehe schon, jetzt geht die Party ab langsam. Jetzt geht langsam die Party ab.
Oh, nein. Warum? Oh, das ist doch nicht wahr. Das war ein Kristall. Los, Eikyoshi. Mach es besser als dein Vorfahr. Ist ja nicht derselbe, ne? Die werden ja immer neu gestrickt. Oder ist doch derselbe? Jetzt leck mich doch am Knie. Kommt da wieder eine Plattform? Oh, diesmal darf ich runter, ja? Mhm. Nehme ich so zur Kenntnis fürs Protokoll. Diesmal ging's. Dann geht's schon zackig. Vielleicht sollte ich ab und zu einen Wollknoll einfach nach oben schießen, wenn ich schon sehe, dass da Kristalle sind. So in etwa. Ich meine, wir bekommen hier genug Stuff, ne? Die Pingus nerven! Und diesmal darf ich auch wieder runter. Ich glaube, ich war eben schon ein Stück weit zu hoch. Das war der ganze Grund. Ja, knifflig. So war es nicht gedacht, aber so wird's gerade gemacht. Kann rechts noch was sein? Ne, da sind nur Kugeln wie die Station. Die werden abgeschossen. Mehr nicht. Tschabum. Ihr nervt. Ihr nervt. Ihr nervt ebenfalls. Da war da noch nicht mal was. Okay, wohin? Hier links? Können wir? Nein. Was geht ab? Okay, fast vermutet. Ah, die kriegen wir eh nicht mehr voll. Leider Gottes. Ihr seid echt Helden. Ist kein Problem. Okay. Sehr gut. Hau ruck. Alle Blumen. Und am Rest hapert's leider. Ein Kristall und ich würde sogar tippen, ich weiß, wo der sich versteckt. Bald wissen wir es. Jetzt für ein verdammtes Bonusspiel. Naja, egal. Wisst ihr, ich bin ganz froh, wenn wir mal fette Parts haben. Da habt ihr immer was zu gucken. Und oh, das ist ja für euch immer ein Grund, einen Daumen hoch zu geben, oder? Ich finde schon. Weil, naja. Ihr wisst, wie es läuft. Aber ich will schon wieder 2 Level pro Part schaffen, auch wenn jetzt die Burg kommt mit Boss und sowas. Gehört dazu. So. Komm. Baller, Alter. Ah, schnapp dir die Melone. Ah, irgendwie ein bisschen doof gelaufen. Egal. Ich wollte nicht immer so viel Zeit verbringen. Naja, aber ich muss ja offscreen suchen und... Naja. Immer dieser Sticker-Spam. Leute. Malt mal was Vernünftiges. Wobei, das in der Mitte war gemalt, oder? Ich hoffe doch. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal an, was für einen Yoshi gibt's. Der ist blau. Irgendwie sind hier alle Yoshis blau. Ziemlich betrunken sind sie. Das ist ein Pinguin, ne? Ne, Frost-Yoshi. Okay. Tja, ich muss wohl nochmal suchen, aber ich glaube, ich weiß, wo es ist. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Oh, Shy Guy. Sniff it. So, und da wollen wir doch mal sehen. Anders erscheinen die auch gar nicht, ne? Und natürlich war er's. Ich wusste es, aber... Tja, was soll man machen? Ab ans Ziel. Okay, das war kein großes Problem. Tja, warum hast du es dann nicht auf Anhieb gelöst, du Lappen? Naja, ab nach 5-8. Iceberg Sniffits Schloss. Okay, ein ganz großer Sniffit. Das sind diese Viecher, die hatten ihr Debüt in Super Mario Bros. 2. Und ja, sind ab und zu mal als Gegner aufgetaucht. In Yoshi's Island zum Beispiel. Eng verwandt mit den Shy Guys. Allerdings schießen sie. Und ja, in Paper Mario Sticker Star gab es die Sniffit Show. Und da haben sie ein bisschen mehr Charakter bekommen, wie ich finde. Ach so, das seid ihr, die... Ja, die tun keine Kugeln feuern, sondern... frostigen Atem. Solltet ihr nicht alle erledigen, sondern halt auch mal... Ne? Okay. Bleibt ihr da? Ich muss ganz kurz nochmal gucken hier. Ups! Wollte ich nicht. Nee, es gab ja diese eine Flatterwolke in der Pyramide damals, die echt schwer versteckt war. Mit der Wolke, wo man dann unten lang gehen musste, obwohl man automatisch ja sowieso hochgesprungen ist. Das war schon ein fieses Versteck. Sowas in der Art hätte es ja sein können. Das hier, dem Braten traue ich auch nicht ganz. Was? Hier soll nichts sein? Das kannst du deinem Friseur erzählen. Ah, ich hab nichts mehr weiter. Glauben wir es einfach mal, dass da nichts ist. Sieht aber sehr verdächtig aus, wenn ich so sagen darf. So. Das sind merkwürdige Eisblöcke. Die machen mich platt.
Ihr nervt. So, da gibt's Energy. Aber ich mal ganz kurz. Oha. Wisst ihr, das gab's in Yoshi's Island so gut wie nie. Das auf den, auf den ja, Nachtankstationen irgendwas drauf war. Aber hier muss man echt jedes Mal aufpassen, weil die da was drauf verstecken. Vielleicht eben, weil es im Original nie der Fall war. Denken sich, okay, jetzt erst recht. Alter, wir kriegen die Sache ein bisschen hinterhergeschmissen, habe ich das Gefühl. Aber das ist kein Problem. Möchte ganz kurz... Ja, so knifflige Orte, die wir eigentlich meiden können ohne weiteres, möchte ich hier ganz kurz abchecken, weil, ja, da würde ich was verstecken, definitiv. Hier geht mir sowieso oben lang. Ups, das war. Zermatschen lassen will ich mich allerdings nicht. Ne, da will ich halt immer nachschauen. Ich bin nicht ein Noobie, weil ich da gerade unten nachgeschaut habe, sondern... hat alles seinen Grund. So, hier oben? Na, doch, doch, kann man zählen lassen als Versteck. Und da oben ist noch eine Röhre. Sehr gut. Und der Shy Guy guckt einfach nur blöd und weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. So hat das. Gucken wir mal hier rein. Also das Schloss geht bislang... Ah! Ziemlich zackig. Ist das alles, ja? Also mehr ist hier nichts. Nicht. Kann ich dich irgendwie kaputt machen? Ich glaube, die gehen nicht kaputt, ne? Sind ja übrigens neue Gegner. Diese Eisblöcke. Auch wenn sich die Innovation jetzt ein bisschen in Grenzen hält, kann man honorieren, es sind neue Gegner. So, doch, doch. Ey, was wir schon für eine Ausbeute haben bisher. In 3 Minuten oder was? Übelst. Ja, aber das ist mir schon öfter aufgefallen an so Schlössern, an so die 8. Level. Immer wegen dem Boss, habe ich das Gefühl. Die Sachen sind in den Leveln nah beieinander oder kriegt man schnell zusammen. Wollte jetzt sagen, dass sie leicht versteckt sind. Ach! Ihr seid böse, Möb. Alter! Ich möchte auf jeden Fall hier hoch. Das ist wahrscheinlich besser als die untere Tür. Wenn jetzt die untere Tür gegangen wäre, hätte ich gesehen, so... noch nicht. Okay. Ich dachte, ich brauche noch irgendeine Belohnung. Hier zurück aus Pflicht. Wir müssen auch rechts lang. Fallen die runter? Nee. Also wir fallen schon runter, aber das hat mit mir nichts zu tun. Ist okay, das ist schön. Guck mal, wie viele Kristalle wir dafür bekommen. Ups, das war gerade Fail. Oh, sind wir die ganze Zeit jetzt? Wow! Da ist die Physik nicht so hundertprozentig klar, habe ich das Gefühl, ne? Was ich mich jetzt frage, unsere Ausbeute sieht ja schon verdammt schlecht aus. Was die Blumen angeht, sieht sie verdammt schlecht aus. Warum? Hä? Das ist auf jeden Fall eine. Ich will jetzt erstmal gucken, was für eine Blume das ist. Wie ich da hinkomme. Und warum habe ich was verpasst bisher? Mann! Okay, das war jetzt nicht allzu schwer. 3. Das ist wenigstens die 3. Ich denke, 4 Wolle und nur eine Blume? Das ist ein bisschen schief. Das ist die letzte Wolle, oh mein Gott! Kamikaze hier. Trotzdem, es fehlen noch 2 Blumen. Da ist eine. Die Kristalle komplett. Schade. Wir haben sie aber komplett, die Kristalle. Da waren gleich 3 auf einmal, weil die so heftig schwer versteckt sind, oder was? Cool. Cool, wisst ihr? Und soll ich euch was verraten? Ich nehme das gerade an dem heißesten Tag im Jahr auf. Diese ominöse, ich lass mal im Kalender gucken, 4. Juli 2015. Eine Abkühlung wäre echt nicht schlecht und ich bin hier echt im Eislevel. Die ziehen sich warm an hier. Tja. So, weiter. Ja. Das sind echt 3 auf einmal. Eine Blume kommt noch, aber eine habe ich leider übersehen. Alter, was dicke Brocken. Die würde ich ja nicht in mein Getränk reintun. In mein Glas. Weil dann ist vom Glas nicht mehr viel übrig. Bekomme ich vielleicht noch Energie voll? Nein, voll krieg ich nicht. Aber ich muss sowieso für die erste Blume nochmal wiederholen. Echt? Wir gucken uns erstmal an, was das für ein Boss ist. Hey, bist du hier der Boss? Ja.
Sniffet. Ich frage mich, was der wohl machen kann. Wenn die Eis atmen können, was würde sich anbieten als Boss? Du gehst mir langsam auf die Nerven. Da kommt er angedackelt. Hey, du da, mit der Jacke. Leg diesen Yoshi auf Eis. Like ice in the sunshine. So, er ist ein Eisblock. Verstehe. Das erinnert mich gerade ein bisschen an den Boss in Donkey Kong Country Tropical Freeze hier, der Eisbär, der Verrückte. Ich sehe. Na gut, er quält mich nicht ganz. Upsasser. Seine Füße sind definitiv sein Schwachpunkt, weil was anderes entblößt er nicht. Ein bisschen blöd klingt. Seine Füße sind sein Schwachpunkt. Meinetwegen machen wir auch mal einen Boss, der ein bisschen mehr auf dem Kasten hat. Was? Okay. Hat's definitiv schon mal nicht gebracht. Seine Arme gucken auch raus. Eine Stampfattacke auf ihn. Bringt das Eis vielleicht zum Prügeln. Ich bin auch am Rausfiltern, Freunde. Das macht so keinen Sinn. Ja. Kein Plan. Okay, lass mich nicht. Ja, er macht immer dasselbe. Ich habe bisher. Stehe ich leider auf dem Schlauch. Was sollen die Shy Guys mir denn sonst? Soll ich vielleicht. Nee, auch nicht. Hä? Gib doch mal einen Tipp. Tja. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Hä? Versuch Nummer 2. Ja, ich musste eben nochmal den. Schieben kann ich das Ding auch nicht. Das ist merkwürdig. Lass mal die Shy Guys am Leben. Vielleicht helfen die mir auf die Sprünge. Nee. Vielleicht ja doch seine Füße. Ich meine, das ist das Einzige, was draußen ist. Seine Maske ist auch noch draußen, seine Arme, aber trotzdem, das andere ist auffälliger. Vielleicht muss ich auf ihn drauf. Ich könnte ja versuchen, mich in der Luft zu halten die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, das ist doch nicht so gedacht. Die auch so blöd in der Luft rumschweben, ne? Nee. Nee. Don't get it. Ach, das ist alles. Ich hab mir sonst was dabei gedacht. Einfach mit Eiern beschießen. Wenn er halt mal nichts Außergewöhnliches macht. Und dann fällt er um, wenn man dreimal beschossen hat, so wie der Koopa. In der vierten Welt von Yoshi's Island. Okay. Das ist ja nichts weiter. Da denke ich, der hat mal eine super Special-Taktik. Und dabei ist es das Simpelste überhaupt. Man muss sich halt... Oha. Okay. Wollte schon sagen, ist kein Problem, aber es war jetzt doch gar nicht so leicht. Ja. Man muss aber alle drei Shy Guys holen. Ups. Gut, dass er nicht schneller zugeschlagen hat. Jetzt muss ich sein Angriffsmuster abwarten. Also, das ist alles. Sniff it! Na, dann bin ich schon mal schlauer. Sniff it? Sniff it, sniff it. Also die Sniffits in Paper Mario Sticker Star waren mir sympathischer. Aber das ist ja auch nur... Hier, Carmack ist ja schuld, dass der so durchgedreht ist hier, der Lappen. Oha. Kann man sich aber in der Luft halten und gut ist. Denkst du so, hä? Mit so einem Elfmeterschuss? Oh.
Muss ich ihn jetzt auch so oft treffen oder kriege ich einfach nur mehr Chancen? Ich glaube, letzteres. Ja, muss warten, bis er seine Originalposition einnimmt. Oder so ein bisschen am Rand steht. Ja, so. Ich hätte ihn jetzt auch fünfmal treffen können. Okay, ich habe ihn erst nicht gerafft und das tut mir sorry. Dabei war er doch einfacher und simpler, als ich dachte. Hab den Gegner überschätzt. Ja, wenn ich das wirklich so vergleiche, die Bosse aus Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Jetzt kann man sich wirklich streiten, was ist das bessere Spiel. Aber die Bosse in Tropical Freeze waren besser. Muss man sagen, weil dieser Eisbär-Boss, der war richtig fordernd. Aber die Bosse hatten auch einen eigenen Level, ne? Das ist hier jetzt nur der Boss am Ende von 5-8. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Ihr schreibfaulen Abonnenten. Bei mir gleicht sich das echt aus. Die Abonnenten werden mit den Jahren immer schreibfauler, aber dadurch, dass ich immer mehr Abonnenten bekomme, sind es irgendwie immer gleich viele Kommentare wie seit 2011. Also, aha, ein Sniffet, Eis-Sniffet, sehr schön. Wollen wir noch ganz kurz mal gucken, wohin sich Kamek jetzt verzieht. Ja, denn die 5 Welten sind ja eigentlich absolviert. Dass eine 6. Welt kommt, ist ja wohl kein Geheimnis. Und ich habe schon vermutet, dass es mit dieser Kommode zusammenhängt. Ja, öffne die Kommode. Oha, oha. Ich weiß auch, dass es definitiv nur eine 6. Welt gibt und keine Welt mit mehreren Leveln hinten dran gehängt wird. Ich muss aber leider nochmal die Blume suchen in 5-8 und deswegen mache ich das mal. Okay, der Trickanstecker hat es mir verraten. Sehr schön, hier ist die erste Blume. Naja, dann werde ich das Level nochmal beenden mit allen Herzen und dann habe ich das zu 100%. Deswegen kann ich hier auch Ende machen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal mit dem S-Level. OMG. Also gut, dann wieder einschalten. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Bis dann und ciao!